Moin Moin und herzlich willkommen zu Part 2 von Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir den Anfang des Spiels gemacht. Wir haben unser erstes Pokémon bekommen. Wir haben Professor Eibe kennengelernt, der irgendwie aussieht wie Professor Eich. Wir haben festgestellt, dass unser Rivale kein Chelast hat, sondern ein Gegabor. Also mega funny bisher. Viele neue Eindrücke. Und ja, mal gucken, was diese Reise mit uns bringen wird. Wir haben jetzt noch die Aufgabe, unserer Mutter Bescheid zu sagen, dass wir sie verlassen werden und sie hier alleine und ganz einsam rumpimmeln wird. Diese Schürze ist einfach ein bisschen ungünstig. Willkommen zu Hause, Samwise. Geht es dir und dem Pokémon gut? Ruh dich doch etwas aus. Dankeschön. Wozu war ich im Pokémon Center? Was ist denn, Samwise? Nein, Professor Eiber hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut? Oh, Schatz, viel Glück. Ich stehe hinter dir. Endlich ist der Pimmler weg, der hängt mir nur auf der Tasche. Oh, richtig, Samwise. Ich habe etwas für dich. Ein Tagebuch. Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein. Du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gern an deiner Stelle. Oh, ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Samwise. Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann kann ich wieder Typen einladen und Spaß im Leben haben. Dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause. Denn ich würde gerne all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Aber ruf vorher an, sonst muss ich hier Sachen erklären. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Spert hier? Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen. Samwise wird ihm das bringen. Das machst du doch nicht, wahr, Samwise? Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Samwise, dann bring dieses bitte Spert. Ein Paket! Mach's gut, Samwise. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinem Spert. Aber Sigi, gar kein Problem. Wir werden heute auch noch kein Teammitglied fangen, denn das Part 2 wird hier genauso aufgenommen wie Part 1. Und dementsprechend gibt es natürlich noch keine Vorschläge für Spitznamen und so. Und dementsprechend werden wir unser zweites Teammitglied erst fangen, wenn ich Vorschläge habe. Und wenn es nur einer ist, ja, dann ist es so. Ja. Aber wie gesagt, nutzt die Kommentarsektion, die pusht ja auch so ein bisschen das Video und mir macht Spaß, mit euch zu interagieren. Ich antworte ja auch eigentlich auf die Kommentare, wo es was zu antworten gibt. Manchmal wäre es weird, wenn ich was antworten würde, ihr wisst. Aber würde mich mega freuen. Ah, guck mal, da ist Visor und ich denke jedes Mal, dass es ein Shiny ist. Jedes Mal. Diese Farbgebung ist irgendwie weird. Aber ist in Ordnung. Wir werden auch Docs jetzt ein bisschen trainieren. So ein kleines bisschen. Damit uns die Routen nicht so schwer fallen. Ich weiß ja auch nicht, wie hoch jetzt der Schwierigkeitsgrad von diesem Spiel ist. Von Bloody Platin. Man darf ja immer nicht vergessen, okay, das hier ist nicht Platin normal. Na, dann wäre es mir egal. Dann könnte ich spielen, wie ich will. So wie Kristall. Habt ihr vielleicht gemerkt? Das Team war ja zu keiner Weise ausgeglichen und in schwierigeren Spielen wäre ich damit sofort an der Wand geklatscht. Aber es war ein tolles Team. Und das ist dann auch wieder das Schöne daran, dass Pokémon nicht so schwer ist. Man kann echt spielen, was man will. Ich genieße diese Freiheit. Genauso wie Radfratz, welches nun fliegen kann. Wäre lustig, wenn es auch die VM fliegen könnte. Einfach aufgrund dieses Sprites. Wäre funny. So, haben wir schon Pokebälle? Ich glaube, die kriegen wir gleich von Lucia, bin ich der Meinung. Da ist ja das Fang-Tutorial, das wird im Platin wahrscheinlich nicht anders sein. Wir gehen aber vorher nochmal heilen. Oh, Professor Joy, ja. Schwester Joy sieht auch anders aus. Wäre lustig, wenn sie noch ein laufendes Hytyra hier so in den Raum mit reingestellt hätten. Wäre cool, wäre funny, also warum nicht? Ja, da ist sie, war klar. Wie smooth ich da rangelaufen bin. Das war nicht durch das Spiel begrenzt. Oh, stimmt. Samwise, ich hab dir noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt.
Ich fange eines und du siehst genau zu, einverstanden? Bin mal gespannt, ob da jetzt das gleiche kommt wie sonst auch. Müsste ein Scheinitz sein. Oder Bilifas. Alle Bilifas, glaube ich. Okay. Und sie hat einen Pannenflammen. Okay, okay, okay. Dann ist es wirklich nur bei unserem Rivalen so, dass der aus irgendeinem Grund ein Gag-Abo hat. Klasse, Bilter wurde gefangen. Wow, wow, wow. Jubel, Applaus. Siehst du, ist das nicht klasse? Eigentlich sollte man einem Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Zieh einem Pokémon so viele KP wie möglich ab, denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Samwise, für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Du Geizhals, ich habe genau gesehen, wie viel du da hast. Auf langen Reisen ist es sicherer, wenn man nur viele Pokémon bei dir hast. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde dabei hast. Aber jetzt muss ich los. Bis denne. Schön, schön, schön. Ja, ja, ja. Wir werden uns aber trotzdem natürlich noch hier ein paar Pokébälle kaufen. Du, 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 du. Sinnoh ist auch meine zweitliebste Region. Deswegen passt es ganz gut, dass wir jetzt zweites Let's Play Generation 4 angehen. Das ist einfach super schön, die Region. Ein Taubsi! Wir könnten hier auch ein Taubes fangen. Also ein Taubes trainieren. Spielen. Wollen wir aber nicht. Wollen wir nicht. Mal gucken, was wir noch so hier begegnen. Oh, das ist der erste Trainer. Du bist ein Pokémon-Trainer und das gilt auch für mich. Lass uns kämpfen. Teenager Guntur. Der gute Gunther mit seinem fliegenden Radfratz auf Level 2. Man kennt ihn. Also hier ist es noch nicht schwerer. Hier hat sich noch nichts getan. Außer, dass er ein Radfratz hat. Ich glaube, das ist nicht normal. Wahrscheinlich hätte er ein Bigifass oder so. Aber ist schon mal gut. Wenn wir hier wirklich viele verschiedene Pokémon fangen können, haben wir viele Möglichkeiten für ein Pokémon-Team. Ihr könnt natürlich gerne wieder Vorschläge reinschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie dann auch safe nehmen werde. Oh, ich glaube, der hat alle Normal-Naga jetzt. Und das hat eine andere Animation. Hä? Verschiedene Animationen oder was ist hier los? Das ist schon krass. Das eben war doch auf dem Schwanz, hat das gehüpft, oder nicht? Oder bin ich jetzt vergesslich? Krass. Und da hat gerade irgendwie der Sound gefehlt. Oder, ah nee, den höre ich glaube ich nicht, weil ich auf Stereo habe und ich habe meinen rechten Hörer nicht auf. Ich mag es nicht, wenn ich meine eigene Stimme nicht so hören kann. Oh, wir haben Blubber gelernt. Jetzt kommt Zickzacks und dann müsste noch Bidifas kommen. Krass. Ja, ich höre es tatsächlich nicht. Super weird. Mega weird. Ich glaube, ich muss doch weiter aufsetzen. Aber dann habe ich immer Angst, dass ich schreie. Aber gut, in meinem Programm ist es eh begrenzt. Also macht das nicht so sehr viel aus. Na, jetzt höre ich auch den Heuler. Oh, er setzt einen Trank ein. Okay. Das ist neu. Aufregend, aufregend. Das ist crazy. Und noch ein Bizar. Das Gott-Pokémon. Ich muss mal Pokémon Feuer Grün spielen. Das ist so ein ROM-Hack, der auch witzig angelehnt ist. Und ist auch super funny. Ich habe mal davon Let's Play gesehen, das ist aber ewig her. Ich weiß nur noch, dass Bilizar. War das Bilizar? Oder war es Carpador? Oder irgendwer hat eine wichtige Rolle gespielt. Ich muss unbedingt nochmal selber spielen. Super funny. Zu stark, einfach zu stark. Ja, danke. Für den Kampf. Dann kommt gleich der nächste hier. Frech. Was sehe ich denn da? Einen Trainer. Einen Kampf, bitte. Okay. Okay, okay. Bablu. Ja, cool. Die Pokémon-Auswahl ist schon mal wild. Wild. Bisher bin ich begeistert. Oh no, unser Angriff wurde verringert.
Kampfmusik ist auch heftig. I'm Plowder Guy. Aua. Das hat sogar wehgetan. Das war sogar schmerzhaft. Wee-oo. Plauder gleich zum Anfang ist auch cool. Ich kann nicht gewinnen. Noch einer? Oh mein Gott, ich bin nur Half-Life, ne? Direkt der erste Tod im zweiten Part. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Na, schauen wir mal, ne? Ich habe zwar nicht geheilt, aber wird schon. Logan hat 5 Pokémon. Ich meine, wir sind krass überlevelt, ne? Aber wenn die mir jetzt alle so ein bisschen Schaden machen oder meinen Angriff senken, guck. Ah, das stimmt. Wenn jetzt noch stärker kommen, bin ich am Arsch. Aber sonst wird's. Also, ich denke, ich werde es schaffen, aber. Direkt 5 Pokémon ist ein Ding. Und ein Habitat. Junge, wild, wild. Wenn das mal so in den echten Games wäre. Oh nein, okay, mein Angriff ist geschwächt. Muss ich auf Blubber zurückgreifen? Weiß ich nicht, Diggi. Muss das? Wir werden, das Plinter wird krass gelevelt, also. Hutut! Ah, cool, dann kommt bestimmt noch Schwalbini und Staralili. Das ist cool. Er zeigt dann einfach quasi in den ersten Runden erstmal die ganzen Vögel und so und die ganzen Normalnager. Ja, cool. Finde ich nicht schlecht. Wahrscheinlich kann man hier auch die Standardvögel fangen. Und wir werden auch einen Standardvogel fangen, denke ich mal. Wir nehmen Standardvogel. Schreibt in die Kommentare, wen ihr gerne sehen würdet. Ich sage euch mal so, meine persönliche Empfehlung, oder was ich gerne spielen würde, wäre tatsächlich sogar Staraptor, also den Gen 4 Vogel. Klar, wir könnten jetzt jeden nehmen, aber ja, Noctu ist leider nicht das, was es sein sollte. Schwalboss wäre auf jeden Fall auch cool, Tauboss auch, aber vom Ding her ist Staraptor schon der heftigste Vogel. Allgemein neben Fiaro und Kramor ist Staraptor echt heftig. Von den Normalvögeln sowieso. Staralili und Staravia noch so, okay, ja, klar, okay. Auf jeden Fall. Aber dann kommt Staraptor und Staraptor ist einfach so ein Banger, ne? So ein heftiges Pokémon. Du hast mich besiegt? Du hast wirklich Talent. Muss ich schon. Was lebst du denn? Zu dem Item weigen wir uns. Ja, schreibt mal in die Kommentare, welchen Vogel sollen wir uns fangen. Ich werde natürlich auf eure Kommentare auch achten. No. Hi, Samwise. Fängst du Pokémon? Du würdest dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du noch ein paar fängst. Vielleicht musst du ja mal an entlegene Orte reisen oder so. Oh, ich weiß, gefiel es dir nicht, mehr über Pokémon zu wissen? Aber klar gefiel dir das. Und ich kenne genau den richtigen Ort. Los, komm mit. Sei nicht so schüchtern, komm. Es wird dir gefallen. Sag mal, der Typ da, was macht der bloß? Was? Ach, rätselhafter Mann. Wie konntet ihr das wissen? Wie habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt? Wie bitte? Was haben sie gesagt? Ich wollte doch nur etwas plaudern. Aha, eine normale Plauderei sollte das also sein? Das glaube ich keine Sekunde. Mich führt man nicht so leicht hinters Licht. Ihr habt sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt. Dass ich ein ganz außergewöhnlicher Mensch bin. Gut erkannt. Und daher habt ihr mich angesprochen. Ist es nicht so? Ausreden sind unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist... Ja, sie ist ganz herausragend. Furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Da ich meine geheime Identität vor euch nicht länger geheim halten kann, sollte ich mich vorstellen. Ich gehöre zur Elite der internationalen Polizei. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbarsten Fälle aufzuklären. Mein Name tut nichts zur Sache. Vergesst ihn einfach wieder. Wie? Ich hatte ihn nicht gesagt. Ist ja auch egal. Nennt mich Lebel. Prägt euch meinen Codenamen gut ein. Ich habe ihn mir selbst ausgesucht. Sagt einmal, ist euch die Redewendung sei kein Dieb zufällig bekannt?
Ja, gut, gut. Es ist Unrecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Ja, leider muss ich sagen, dass es Subjekte gibt, denen diese Worte ganz egal sind. Wisst ihr, dass es in Sinnoh Kriminelle gibt, die anderen ihre Pokémon stehlen? Nun, ich habe den Auftrag, verdächtige Subjekte ausfindig zu machen. Mit meiner Spürnase und meinem Genie wird diese Mission zu einem Kinderspiel. Ihr seht mir wie Trainer aus. Das habe ich doch nicht, das habe ich doch richtig erkannt, nicht wahr? Tja, vielleicht hilft euch ja dies auf euren Wegen weiter. Okay, ist das der Vater irgendwie von Spert, oder? Das ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient, das habe ich doch schon erklärt. Habe ich nicht? Nun gut, mit dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodisch. Ich würde sie ja verwenden, schicke aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Ja, bevor wir scheiden, muss ich euch noch um etwas bitten. Sollten wir uns wiedersehen, dann wendet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir keine einzige Silbe sprechen. Obwohl, doch, doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Ja, 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 nein, nein, ich bin doch nicht einsam. Was für ein Quatsch. Ihr müsst von Schurken berichten. Ihr müsst mir einfach alles berichten. What the fuck? Scheint, als ob die Arbeit für die internationale Polizei eine ziemliche Herausforderung ist. Ja, genau. Samwise, hier ist sie, die Trainerschule. Der Name sagt schon alles. Vorne ist dein Freund Spert hineingegangen. Wahrscheinlich ist er drinnen im Lernen. So, ich bin weg. Bis bald mal. Es nervt voll, wenn ich beide Hörer auf hab. Irgendwie geht das nur bei Shootern. Erstmal gehen wir unser Pokémon heilen, sonst wären wir ja kein guter Trainer. Batmut, datmut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfett. Und nun verpiss dich. Du, 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 du. Oh, da ist ein Item hinten. Das nehme ich mir. X-Angriff! Wow! Warte, ist das hier auch so, dass die Trainer da kämpfen wollen? Am schnellsten lernt man etwas, indem man es einfach tut. Können wir kämpfen? Los! Los, mein Pokémon! Ha, perfekt. So wollen wir das. Okay, X-Angriff. Hat es überhaupt Angriffsattacken? Ja, das war ein spannender Kampf. Das war heftig. Krasses Ding, krasses Ding. Das sind die Herausforderungen im Leben, die einen fordern. Oh, er hat schon einen Kadabra. Heftig. Und es kann Konfusion. Das ist wirklich heftig. Autsch. Aber wir machen mehr Schaden, das ist gut. Kraftreserve. Ich habe Kraftreserve nie so wirklich verstanden. Ich glaube, es nimmt den Typ an, den man dem Pokémon gibt, wenn es eine Tafel besitzt oder so. Aber warum das wirklich in Competitive zum Beispiel so strong ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, mein Lieber, keine Ahnung. Jetzt ist Toxpad Level 11, ey. Wir brauchen dringend ein zweites Pokémon. Aber das wird im nächsten Part passieren. Da werden wir einen der Vögel fangen. Das kann ich schon mal versichern. Dann lernt Nassmarer. Alter, fast zwei Level gestiegen. Menno, ich habe die Items nicht effektiv eingesetzt. Ja, du hast X-Angriff dabei. Hä? Hey, what the fuck? Wenn man nicht genug Pokémon zur Auswahl hat, gewinnt man nur schwer. Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet. Daher weiß ich nicht, ob das klug ist. Aber können wir gegeneinander kämpfen? Ich muss immer alle Dinge ausprobieren, die ich kennengelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. So, so. Dann probieren wir mal aus. Ein Trassler, aber das ist cool. Ah, ich habe gerade gar nicht realisiert, dass es ein Trassler ist. Das ist, glaube ich, nicht Standard. Hat sie wahrscheinlich gleich ein Galagladi oder so. Eigentlich nicht klug, dass ich das mache, weil mein Plinfer total überlevelt. Aber es ist okay. Es ist okay. Weil so viel Zwangstraining haben wir bis da nicht mehr und wir haben dann ja auch noch ein zweites Pokémon-Minimum, was wir trainieren. So, also es ist auch egal. Wahrscheinlich können wir jetzt rechts auf der Route gleich noch Knuffensa und sowas fangen. Leute, haben wir es gerade one-hitted? What the fuck? Okay. Ah, Gott sei Dank Level 13. Ich lerne viel und gerne. Ich dachte, ich könnte diesen Text lesen, bevor er ausgeblendet worden ist.
Wir waren ja recht zuversichtlich, dass wir es schaffen würden. Und jetzt bin ich einfach nur platt. Wie stark du bist. Wow. Sprich doch mal meinen Freund hier an. Er hat sicher ein tolles Item für dich. Rück rüber. Jan, du bist ja wirklich nicht von gestern. Wir haben jeden Tag geübt und doch keine Chance gegen dich. Du wirst diesen Trank mit Sicherheit richtig einsetzen. Bitte, nimm ihn. An den Remakes kriegt man Ladestrahl. Hätte ich cooler gefunden. Ja, hätte ich euch bloß nicht besiegt. Hört auf. Nein, interessiert mich nicht. Tschüss. Tschüss, da bin ich beleidigt. Hey, Samwise, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel gestanden hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Samwise? Was? Du hast etwas für mich? Bitteschön. Und was ist das? Klasse, das ist eine Karte. Oh, wieso sind das gleich zwei Karten? Ich finde die ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Samwise, du kannst eine haben. Danke. Ziemlich dumm verpackt das Ganze, dass ich eine Karte kriege, aber hey. Wenn ich die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzelingen gehen. Dort gibt es eine Arena. Genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Oh, ho, 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 ho. Du nennst dich einen Pokémon-Trainer und besitzt keinen Pocket? Das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Pocket erfunden und stelle ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist, drei Clowns in Jubelstadt zu finden, wenn du sie findest und... Nun, du kannst ein Pocket bekommen. Hallo, ich bin ein Clown der Pocket-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird ein Pokémon durch Kämpfe und durch Erfahrungspunkte stärker? Yes. Ding, ding, du hast absolut recht. Ja, Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann zu einer anderen Form. Das nennt man Entwicklung. Hier, bitteschön, dein Pocket-Coupon. Coupon, einer mit KU geschrieben. Ich werde nicht mehr. Guten Tag, ich bin ein Clown der Pocket-Werbekampagne und ich frage dich, kann ein Pokémon ein Item halten? Ding, ding, du hast absolut recht. Ein Pokémon kann ein Item halten. Manche Items zeigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon gehalten werden. Die Pokémon essen gehaltene Beeren, wenn es im Kampf erforderlich ist. Hier, bitteschön, dein Pocket-Coupon. Coupon. Das ist ein Coupon. Hallo, ich bin ein Clown der Pocket-Werbekampagne. Und hier ist meine Frage. Die Pokémon haben Typen- bzw. Elementklassen. Gilt das auch für Attacken? Jawohl. Ding, ding, du hast absolut recht. Ja, wenn der Typ eines Pokémon dem seiner Attacke entspricht, wird die Attacke wesentlich stärker. Hier, bitteschön, dein Pocket-Coupon. Dankeschön. Ja, das nennt man dann Step. Dann lass mich mal deine Coupons zählen. Coupons zählen, haha. Ich wende dafür den Pocket hier. 1, 2, 3. Bravo! Ja, da kann ich nur applaudieren. Für diese Coupons gebe ich dir nun, jawohl, den Pocket. Nice. Du kannst deinen Pocket aufrüsten, wodurch er immer vielfältiger in seinen Möglichkeiten wird. Berühre den Bildschirm des Pockets und probiere ihn mal aus. Ja, das Coole ist bei dem Platin-Pocket, man kann hoch und runter schalten. Ja, das heißt, man ist nicht nur komplett am Arsch, wenn man schon alle Pocket-Apps hat und irgendwie nur einen vorbeigedings ist, weil wenn man einen vorbeigeschaltet hat im Perl und Diamant, musste man komplett wieder durchrattern. Oh oh, da steht unser Rivale. Was machen wir nur? Ich weiß, was wir machen. Wir beenden den Part hier. Sind nämlich schon wieder 26 Minuten Aufnahmezeit, fast 27 Minuten Aufnahmezeit rum. Und ich würde sagen, den Rivalenkampf sparen wir uns für den dritten Part auf. Denn dann fangen wir uns vorher Pokémon. Ich sag's, wie es ist. Mit zwei Pokémon lässt es sich doch viel besser kämpfen. Also Leute, fleißig in die Kommentare reinschreiben. Welches Vogel-Pokémon würdet ihr gerne sehen? Ja, dann... Namen, ja, ich will wissen, wer von euch mit seinem Namen im Video vorkommen möchte. Ich will das wissen, ja. Gerne auch Verbesserungsvorschläge. Ich weiß, ich bin perfekt, aber vielleicht gibt's ja noch was. Nein, ist okay. Und dann lasst ein Like und ein bisschen Liebe da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Platin Platin. Tschüssi, ne, ihr kleinen Knutschis.